zu neuen Bildern im Kopf. Diese neuen Bilder sind natürlich mit bestimmten Voraussetzungen in einem sogenannten Framework, ja, zu umrahmen. Ohne selbige funktioniert es natürlich auch in Zukunft nicht. Bei uns ist Audit kein Aufwand. Ja. Bei uns ist Audit eine Investition. Deswegen überholte Bilder. Für viele ist Audit nach wie vor noch simpel und einfach eine Aufwandpositionierung, ja, in der Bilanz, in der G&V, wo auch immer. In der Zukunft soll auch die gesamte Interviewtechnik, Fragetechnik, ja, validiert werden. Das heißt, es geht nicht nur um die Qualität des Audits in weiterer Folge zukünftig, sondern es geht auch um eine Validierung. Das heißt, Sie sehen hier bestimmte Kriterien, ja, anhand derer diese Validierung von Interviews möglich werden kann. Da sind wir noch nicht so weit, das gebe ich zu, aber wir arbeiten hier stetig daran, um dieses Denkmodell zu realisieren. Also Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Gedanken, Emotionen, Motive, Persönlichkeitsmerkmale, ja, einer anderen Person zu erkennen und was wichtig ist, zu verstehen. Und ich bin nicht ganz so sicher, ob das im Rahmen eines Audits Art 1 immer so einfach möglich ist, Art 2 auch gewollt ist, ja, und drittens, ob überhaupt diese Empathiefähigkeit existent ist. Das heißt, wir können das lernen, wir müssen das lernen. Das ist ein zukünftiger Approach, auf den wir uns ganz intensiv vorbereiten werden müssen. Wenn es also untersagt ist, kritisches Denken zu üben und zu lernen, ist das wie früher, ja, im Gymnasium Thema verfehlt, setzen 5. So einfach ist das. Genau das Gegenteil muss passieren, ja, wenn wir in die Zukunft denken und wenn wir Audit nicht als Aufwand, sondern als Investition betrachten wollen. Und ich glaube, hier gibt es also niemanden, der dem widersprechen würde. Wir haben das Problem der Allergie. Wir haben es nämlich zu tun mit Teamallergikern. Wir haben es zu tun mit Verantwortungsallergikern. Wir haben es natürlich auch zu tun mit Normallergikern. Mitunter ganz massiv. Wie behandelt man das? Und extrem schwierig wird es dann, wenn wir mit Philosophieallergikern sozusagen uns auseinandersetzen sollen. Und absolut fatal ist es, wenn wir mit Auditallergikern arbeiten sollen. Also diese Allergie zu managen ist also aus medizinischer Hinsicht vielleicht machbar. Wir haben ein Anti-Doping-Mittel entdeckt, wir haben also ein Gegenmittel entdeckt. Und das ist die Position der Quality Austria, ja, zum Thema Audit. Also wir haben in den letzten, ich glaube, 8, 9 Wochen ein Positionspapier definiert, das, wie ich glaube, all diesen neuen Trends versucht, nicht entgegenzuwirken, sondern selbige transparent zu machen, klar zu machen, augenscheinlich zu machen. Und da sind wir bei sogenannten Audit-Kategorien angelangt, die jetzt nicht unbedingt neu sind, die es aber aus Fairnessgründen gilt, genau transparent, offen und ehrlich anzusprechen. Wir haben, und da bin ich schon am Ende, ja, ein sogenanntes Spannungsfeld zu managen, jeden Tag und jede Stunde und jede Auditminute. Wir haben zu unterscheiden, sind wir werteorientiert oder interessensorientiert, ja, in unseren Fragestellungen, in unserem Tun und Handeln. Sind wir nutzenorientiert oder sind wir konformitätsorientiert? Ja. Sind wir integrationsorientiert oder dokumentationsorientiert? Ja. Wenn etwas gut dokumentiert ist, ist es deswegen schon integriert in ein System, in eine Firma, in ein Unternehmen? Noch lange nicht. Und genau das wird die Herausforderung in den nächsten, wie ich glaube, Monaten, aber auch 1, 2 Jahren werden, diese Audit-Philosophie auf den Boden zu bringen. Das ist der Grund, warum wir auch in diesem Positionspapier uns diesbezüglich noch einmal auseinandergesetzt haben. Im Zentrum steht die Wirksamkeit eines Managementsystems und das wird auch so bleiben. Ich kann in jeder Beziehung Kundenerwartungen beeinflussen mit Zielen und mit Nutzenelementen. Ich kann also einem nicht entgegenwirken, ich kann nach wie vor nicht mit diesem Bildschirm auditieren. Geht nicht. Ich kann nur mit dir auditieren. And with you together, George, thank you very much for coming from Cyprus. Ich kann mit dir, lieber Franz, diskutieren, aber ich kann nicht mit einer Hardware diskutieren. Und da glaube ich, dass es also hier einen doch sehr zu differenzierenden Anspruch gilt, in der Zukunft neu zu definieren.